So, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Rise of the Dragon. Und habt ihr ein bisschen Lust auf ein klein wenig Pixelhunting und Massensterben? Ja? Denn genau das wird uns jetzt erwarten. Ich hasse diese Stelle des Spiels, echt. Ich hasse sie abgrundtief. Es ist eine der beschissensten überhaupt. Aber okay. Ich gebe mein Bestes. Zuerst gehen wir zu Johnny Wong. Wong, Wing Wang, Wong Wong, Dong Dong. Egal. Wer liegt näher da so rum? Ein früherer Programmierer. Ja, dem Alkohol verfallen. Mann, du hast vielleicht Nerven. Ich würde da für nichts in der Welt reingehen. Die Ratten da unten sind so groß wie Hunde. Ja, Meister Splinters überall, wo man nur hinschaut. Und jetzt geht das Pixelhunting los. So. Ja, hier haben wir einen Plan. Das ist kein Kühlschrank. Hier müssen wir uns merken, ja, wo wir nachher die Telefonleitung anzapfen von Wong Dong Chong. Ja, nehmen wir also einen Tamagotchi, platzieren es hier, soweit, so gut. Und puff! Alle meine Entdeckung. Na, wir den Verteiler oder wie man das nennt. Und jetzt geht das Pixelhunting los. Ich sag's euch, das ist so eine Scheiße, ich werde sterben. Ja. Und? Ah, ich lebe noch. Krass. Das ist wirklich scheiße. Also es ist die beschissenste Stelle des Spiels. Muss ich mich jetzt mal konzentrieren. Hier? Hier, glaube ich. Kann das sein? Ich mach mal. Na! Ah! Wir sterben. Ich hab's gewusst. Der unangenehme Geruch von brennendem Fleisch erreicht ihre Nase nur kurz vor der noch unangenehmeren Realisierung, dass das Fleisch und bla und es gibt ihnen kaum noch Zeit zum Fluchen. Es bleibt ihnen kaum noch Zeit, bevor ihre Stimmbänder zusammen mit dem Rest ihres Körpers mit mehreren tausend Volt Hochspannung zu Anpass bringen. Überbleibsel geröstet werden. Ja, das sind die Telekom-Stromleitungen. Ja. Das war's. So, das war mein erster Tod. Und weil ich hier schon, als ich das Spiel bereits gespielt habe, x-mal gestorben bin, habe ich hier auch einen dementsprechenden Speicher. Und den nehmen wir jetzt, dass wir da nicht mehr hinlaufen müssen. Das ist direkt jetzt vor der Box. Mehr ist es nicht. Dann probiere ich das nochmal. Ich habe noch einen Speicher. Platz, wo ich es geschafft habe. Und? Gleich jetzt sterben. Ja, warum denn nicht? Ja, mein Gott. Ey, jetzt stell mal doof. Das saß. Scheiß, die wandern. Was soll der Fuck? Wer denkt sich so einen Scheißdreck aus? Das frage ich mich immer zu. Wiederherstellen. Ja, nochmal. Probieren wir es nochmal. Bis zum Gelben möchte ich wenigstens kommen, ne? Ich kann ja auch die zig Versuche einfach rausschneiden, aber so ist es doch viel witziger. Ja. Es ist die Hölle. Ich habe das einmal hinbekommen, Leute. Allerdings war ich da besser als jetzt. Jetzt kriege ich irgendwie gar nichts hin, wo ich aufnehme. Komm nochmal. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Liebe Programmierer, was soll dieser hundverblödete Scheißdreck, ja? Ist hier noch ein Stück hoch vielleicht? Na komm. Nee, so hoch ist nicht. So vielleicht, ne? Ja, juhu. So, und jetzt kommt der blaue. Den blauen Tod. So vielleicht. Nee, glaube ich auch noch nicht so genau. Noch ein bisschen. Aber das ist jetzt schon wieder zu viel, ne? Muss ich weiter hoch. So. Gucken wir mal. Müsste so sein, ne? Könnte hinhauen. Könnte! Muss aber nicht. Da, da, die, da, die, die. Leute, da gibt's auch eigentlich überhaupt keinen Trick. Das ist Pixelhunting. Da müsst ihr rumprobieren, bis er schwarz werdet. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis ich die Kabel richtig hingebracht habe.
weiß jetzt nicht, ob ich euch das nochmal zeigen soll. Ich glaube nicht. Das gelbe Kabel muss auch total bescheuert gehen. Noch ein Versuch, komm. Es ist frustrierend und es ist Blödsinn. Also es ist einfach nur Schikane des Spielers. Mehr ist da nicht. Mehr ist das nicht. Ja, und schon. Leute, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ich bin so froh vorhin, dass ich eine halbe Stunde dran rumgemacht habe. Habe ich es dann endlich mal geschafft. Ich zeige euch das Ergebnis, okay? Seid mir nicht böse, aber das ist mir zu doof, ja. Das ist mir zu doof. Es ist eine höllische Scheiße, ist das. Eine verfickte, verkackte Scheiße. Und deswegen wiederherstellen. Ich habe das passenderweise Pixelhunting genannt. Und dann sieht das fertige Produkt so aus. Zu allem Übel müsst ihr euch noch sehr beeilen. Sonst fliegt er nämlich nicht gerade in die Luft, aber wartet von bösen, bösen Ratten gefressen. Ja, das ist mir jetzt aber alles scheißegal. Ja. Da, der Programmierer-Penner liegt hier wieder rum. Immer noch rum. Ja, mein Blutdruck sollte sich normalisieren jetzt wieder. Ich wollte euch das so gerne zeigen, wie man das hinmacht, aber no way. No way. Wir müssen jetzt zu Blade nach Hause. Wir haben dem Huang Johnny Wong seine Telefonleitung, seine sehr labile Telefonleitung, sehr gefährliche vor allem, angezapft. Jetzt gehen wir zu Blade nach Hause. So, komm wieder raus. So. Und ja, werden die mal an. Also wir haben sie ja angezapft und jetzt hören wir sie einfach mal ab. Na? Was gibt's da an schöne neue Informationen? Das ist eine interessante Sache. So, hinein. Das sind alte Nachrichten. Müssen wir uns nicht mehr antun. Jetzt mal die Fernbedienung aufnehmen. So, das ist jetzt eine Nachricht an Deng Huang von Johnny Wong. Ja. Hören wir sie mal an. Grüß dich, Bruder Wong. Ich bin's, Deng Huang. Ich habe die beunruhigende Nachricht bekommen, dass unsere Produktion möglicherweise erheblich gestört werden könnte. Es darf keine weiteren Verzögerungen geben, Bruder Wong. Ich möchte, dass du persönlich den Fortschritt in unserem Lagerhaus überwachst. Ja, was hast du zu tun? Du wirst die Probleme sofort aus der Welt schaffen. Auf Wiedersehen. Alles klar. Junge. Alright. Aber im Lagerhaus gibt's Probleme. Ah? Können wir das nicht für unsere Zwecke nutzen, vielleicht? Ja, das müsste funktionieren. Gehen wir hinunter. Oh, zur gleichen Zeit, was passiert? Gute Neuigkeiten, Herr Wong. Wir haben mehr als eine Tagesproduktion innerhalb der letzten 24 Stunden aufgeholt. Juhu, Buddy. Saufen und so. Was? Sie kümmerlicher Narr. Das bedeutet, dass wir immer noch 6 Tage mit der Produktion hinterherhinken. Und er spuckt wieder rotes Feuer. Aber wir arbeiten schon jenseits der Sicherheitsgrenze. Zum Teufel mit den Sicherheitsgrenzen, verdammt. Oh, scheiße. Aber die Reaktoren können explodieren und uns allen ins Jenseits befördern, wenn sie überhitzt werden. Man kann auf viele Arten sterben, kleiner Junge. Einige sind schmerzvoller und ziehen sich länger hin als andere. Hua, hua, hua. Ich schlage vor, Sie denken darüber mal nach. Ich werde Sie nicht wieder enttäuschen, Herr Wong. Ich will auch so einen Hut wie Sie. Na schon, Sie haben 32 Stunden, um die Produktionsziele zu erfüllen. Und wehe, wenn ich. Gut, die haben Probleme. Das trifft sich wunderbar, nicht wahr? Wollen wir da nicht ein bisschen nachhelfen? Ah, er liegt wieder hier. Muss eigentlich der Kopf. Da müsste eigentlich der Kopf sein. Naja, mir sei es gleich. Ja, unsere Karte hier füllt sich. Aber die haben Probleme. Ich finde das toll, dass die Probleme haben. Ich finde das episch. Das ist wirklich. Da helfen wir noch ein bisschen nach, ne? Musste man ja eigentlich. Schwere Geländelastwagen.
Ein großes und düster aussehendes Lagerhaus. Und was ist das? Können wir untersuchen. Was ist das? Die ganze Elektrizität für die Kühlanlage in diesem Lagerhaus läuft durch diesen Sicherungskasten. Das ist doch mal ein Wort. Ich wette, dass die ganz schön Probleme haben, wenn die Sicherung durchbrennt. Ja, dann platzieren wir doch da mal unser liebstes Tamagotchi und ja, werden ihre Produktion behindern. Und bang! Schön, nicht wahr? Oh nein, wegrennen! Lauf, Blade! Super, Chuck Norris Hechtsprung und ja, ab in Deckung und sieh mal, da ist dieser Privatdetektiv. Das müssen wir dem Boss erzählen. Scheiße, wir wurden gesehen. Oh Gott. Von einem Liebespaar. Wow, das war ja vielleicht eine Explosion. Hoho. Ganz schön und nichts wie weg hier. Aber sowas von. Da verpissen wir uns direkt mal. So, an der Stelle will ich auch Stopp machen, denn unsere Zeit ist fast rum und ich sage, bleibt dabei, wie wird es weitergehen hier? Und ja, wird es nochmal so ein scheiß Pixelhunting geben wie eben? Bitte nicht, nein. Das ist wirklich scheiße. Also Leute, Respekt vor jedem, der das auf Anhieb hinbekommt. Ich sage ja, ich habe eine halbe Stunde gebraucht. Und habe auch nach jedem Stecker, den ich erfolgreich platzieren konnte, abgespeichert. Naja gut, nach jedem zweiten, sagen wir so. Nicht nach jedem, sonst hätte es nicht eine halbe Stunde gedauert, glaube ich. Also bis dann, ihr Lieben, macht's gut und lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns. Ciao.